Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier mit der zweiten Folge von Ask ChatGPT. Oh, und in der werden wir eure Fragen beantworten, die ihr uns letztens gestellt habt. Ja, Mann. Heute auch mit Barisch. Ja, also fürs nächste Mal könnt ihr direkt ihn auch ein paar Fragen stellen. Mich alles. Also danke, danke an die Fragen, an die ganz so vielen Fragen, finde ich echt cool. Ja. Ja. Bevor wir anfangen, falls ihr noch mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Yes. Da haben wir zum Beispiel gerade einen Adventskalender laufen. Idee gestartet von Chong. Da könnt ihr auch ein paar Infos von zu uns erfahren. Ansonsten leg mal los. Also, fangen wir an. Hier der Arsk LMD. Ja, was hat er uns gefragt? Wie geht es euch? Danke, gut. Sehr gut. Immer gut. Weihnachtszeit hat wie immer. Bisschen leiden, aber was sonst. Was macht ihr neben Yu-Gi-Oh? Andere Hobbys oder Beruf? Also ich spiele noch Tischtennis, habe eine Zeit lang auch Fußball gespielt, jetzt nicht mehr so viel wie gearbeitet. Ja, das war's eigentlich. Ja, was mache ich noch nebenbei? Also eigentlich zurzeit habe ich nur ein bisschen Xenoblade, weil es neu rausgekommen ist. Also sonst gehe ich halt nur arbeiten. Oh jetzt yes, Konsole, nicht auch. Alter. Weihnachtszeit ist echt krass, deswegen. Was machst du, Barisch? Ich bin in der Ausbildung, schulische Ausbildung. Hobbys, Mann, Hobbys. Das statt auch Beruf. Ja, oh. Alter, cool, ich bin Koch, okay. Gell? Danke. Ja, ich bin eins Koch. Ich bin im ersten Ausbildungsjahr zum Diätassistenten und Tischtennis mag ich auch, da habe ich auch schon Tati zerstört. Und ich zocke noch League of Legends, wenn ich Zeit habe. Aber Zeit ist echt okay. Alles klar. Fitness macht auch. Ja, ich mach Fitness. Ja, und Fitness natürlich. Muss ich sagen, also, was esst ihr gerne? Ich esse alles, Mann. Ich liebe Essen. Das ist das Beste, was es gibt. Ja. Ja. Essen ist gut zu einem. Also, ich kopiere genug. Ja, Mann, aber echt. Ja, Mann, ich esse echt alles, Mann. Also, ich esse eigentlich auch alles. Am liebsten esse ich mit Honk. Ja, Mann. Wir machen immer Abenteuer. Ich gebe euch einen Tipp. L'Osteria, Nudeln mit Flusskrebsen in Hummersoße. Das ist echt super saftig. Conchili ausgesprochen. Okay. Conchilia, okay, auf Deutsch. Oder. Wie habt ihr euch alle kennengelernt? Ja, durch Yu-Gi-Oh!, sage ich jetzt mal. Und schon, wie lange her jetzt schon? Boah, ich glaube über 10 Jahre. Ja, aber eure Geschichte ist endlangweilig. Meins war doch endlustig. Ja, erzählt. Wir waren bei Bochum, oder? Ja, wir waren FT und ich war halt unbekannt, ich war neu, ich war auch kein guter Spieler. Das war halt die Gang, zu denen jeder hochgeschaut hat. Ich war halt so ein random Spieler. Ich habe einfach Gladi gespielt. Dann kam die erste große YCS, das war Bochum. Und da bin ich halt einfach mit denen mitgefahren, die waren so nett. Und aber wir kannten uns wirklich fast gar nicht, ich kann nicht mal deren Namen. Nur vom Sehen und so. Ja, du kannst nur Jan. Ja, Jan kannte ich. Und danach kam ich halt Top 8 auf der ersten YCS Bochum. Und dann kam halt der Kontakt, dann haben wir zu Maggie gesehen, ich saß drei Tische weiter, dann hat Tati gesagt, weiß ich noch ganz genau, weißt du noch, so, hey, komm doch zu uns und so. Ja Mann, ich bin endlich zu den Leuten. Und dann hat es angefangen. Aber du war ja wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nie alles entschieden jetzt, oder? Nein Mann, Barisch ist schon cool. Dann, ja. Humor und so hatten wir alle denselben, deswegen hat alles gepasst. Ja. Nächste Frage, was sagt ihr zu der Flüchtlingspolitik? Ja. Schwieriges Thema. Kann man viel bereden, aber... Kann man echt ausweiten, aber ist halt momentan echt scheiße, also allein wieder kriegen und so. Deutschland versucht eh alles zu machen, was geht. Ich finde es okay, was Deutschland macht oder die anderen Länder, aber ja. Mehr können ist eigentlich kein schönes Thema eigentlich. Ist ein schwieriges Thema ja. Und das bringt auch nichts. Man kann echt viel darüber diskutieren, aber jetzt, ob wir Fragen beantworten, ist eben ein bisschen zu viel. Ja. Ja, wir müssen halt verstehen, die flüchten aus den Kriegen, wir müssen halt einfach unser Bestes geben. Das kann auch uns mal passieren und so. Deswegen. Ich bin ja auch ein Flüchtlingskind gewesen. Jeder leidet. Zu viele leiden auf dieser Welt. Ja. Nächste Frage, wie sieht eure Woche aus? Montag, Dienstag etc. Ja. Montag arbeiten, Dienstag arbeiten, bis Samstag also arbeiten. Eigentlich arbeiten. Ja, mal auch spät oder so, mal länger, wenn es viel los ist, also bei mir zumindest. Und dann halt Wochenende zumindest ein bisschen Yu-Gi-Oh! Freunde treffen halt. Ja. Freunde, Familie, Freunde. Genau so. Und der Rest halt eher Frau, Kinder. Mit Hong essen gehen. Ja, Mann. Abenteuer erleben. Was wird die neue Meta bilden? Was? Was wird neues Meta einfach. Die neue Meta, ja. Pendel und Pendel. Ich kann dazu nichts sagen. Pendel und noch mehr Pendel. Ich hoffe, dass vielleicht Cosmo noch mithalten kann, aber wird schwer. Aber auf jeden Fall Pendel und Pendel. Ich hoffe, dass er Teller mithalten kann. Welche Decks mögt bzw. hasst ihr? BA ist mein Hassdeck, absolutes Hassdeck. Mein Lieblingsdeck BA und Cosmo. Ich hasse das Geisterungeheuer Spirit Beast. Alter, er spielt 10 Minuten lang. Ich kann nur zuschauen. Was ist das? Eine Runde dauert 40 Minuten, das ergibt gar keinen Sinn. Ihr müsst euch hier die Züge verbieten, die so lang dauern. Das ist echt Schwachsinn. Ich verliere jedes Mal gegen BA. Egal,
wie schlecht der Gegner ist, jedes Mal verliere. Spirit Beast, er macht nicht mal krass Plus. Er macht nur hin und her, nur Zeitzögerung. Wenn er Plus macht und dann gewinnt, ja okay, aber er zögert nur alles hinaus. Deswegen Spirit Beast, richtig scheiß Ding. Absolut, das Lieblingsdeck von mir, ist der Teller Knight. Habe ich auch 2 Jahre gespielt. Bei mir ist Lieblingsdeck klar. GB-Kollege. GB-Kollege. Jetzt wisst ihr auch, wofür das GB steht. Barisch Bonus. Nee, Gladiator Beast, Alter. Barisch Bonus. Barisch Bonus. Das ist ein Insider. Nächste Frage. Was? Was ist die nächste Frage? Euer bester Moment in Yu-Gi-Oh! Wenn ich den Gegner zerstört habe und er leidet. Kann einfach nur dieses Gesicht. Der beste Moment, hier kann man schon eine Geschichte erzählen. Wirklich der beste Moment. Beste Moment. Ich glaube, das beste Moment war... Keine Ahnung. Ja, das ist schon echt lang her. Aber zur Zeit, was ich mich jetzt erinnern kann, ist, glaube ich, ich habe gegen Tati Turnier gespielt. Wir haben bis zum Times gespielt. Und ich habe drei Runden haben wir gespielt und ich habe keinen Trivier rausgebracht. Das war mein bester Moment. Das war echt Highlight. Was bei dir beste Moment? Du hast was, so viel auch. Klar. Ich habe viele gute Momente, ich weiß es nicht. Ich kann echt keine Ahnung. Beste Momente, ich meine, das ist... Dazu kommt vielleicht noch eine eigene Reihe. Dafür machen wir ein spezielles Moment. Ja, das ist jetzt Moment. Echt, kann man ja, Mann. Das ist echt. Was war euer größter Erfolg? Ich habe nicht so große Erfolge. Ich habe mal hin und wieder mal ein Ding gewonnen. Ja, bei mir war es Bochum Top 8. Haben wir gerade gehört, schon lange her. Ich habe hin und wieder mal ein Eisbett-Turnier gewonnen, aber das war's. Eigentlich der DM Top 32. Oder was war Top 6? Ja, Top 32. Nächste Frage, sollte man Satella Knight nerven? Oh yes. Was, nerven? Ja. Nerven. Schwächen halt. Nerven, ja. Waffen heißt verstärken, nerven heißt verstärken. Das kenne ich von League of Legends. Nerven heißt schlechter machen, Waffen heißt verbessern. So ist es. Ja. Nein, nur verbessern. Nur verbessern. Call auf 1, oder? Wobei jetzt Call spielt selber. Wir müssen schon Antikarten Main spielen, antimagischer Duft und so. Und dann können sie erst mithalten. Ja, nee, das passt schon mal. Brauchst du nicht mehr. Welche Themen sollten supported oder gehittet werden? Wind-Up soll supported werden. Das ist deine Meinung. Insektor sollte wieder supported werden. Ja, die auch. Nee, ich finde Wind-Up nicht. Ja, supported eigentlich. Ja, nicht so wirklich. Eigentlich alles. Gravekeeper, brauchen die keinen Support? Nee, eigentlich nicht. Doch. Royal Tribute auf 2 oder 3 wäre es auch. Brauchen noch einen Super. Ja, oder halt das wäre dann unfair. Ja, oder halt was Gutes. Dann spiele ich Gravekeeper Turbo. Ja, aber irgendein gute Fallenkarte, Special 3, Gravekeeper aus dem Deck. Ja, na klar, da sagt Tony nein. Ja, eben. Ja, das sind Wunschvorstellungen, sowas passiert nicht. Wieso denn? Muss schon realistisch Gravekeeper XYZ. Level 4, ja, genau, das ist sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das könnten schon echt gute Karten noch kommen. Ich wünsche mir eigentlich, dass zum Beispiel für die Dreier-Exits ein paar gute noch dazukommen. Ja, man, die sind echt schwach. Die Dreier sind echt schwach, da gibt es echt nicht. Da habe ich echt geleidet. Die Führer sind echt, die sind echt die stärksten und die besten. Bei den Dreier könnten echt noch ein paar kommen. Ja. Was will jetzt ihr an der Bandlist verändern? Genau, weil ich 2 hergegeben habe und 3 gewonnen, dann wäre ich da. Also, keine Ahnung. Also eigentlich passt es so im Großen und Ganzen, bloß halt das Pendelzeug nervt halt einfach. Ja, das Pendelzeug nervt echt. Pendel ist echt okay eigentlich. Habt oder guckt ihr Animes, wenn ja was? Oh yes, ich, Naruto und Dragon Ball. Ist One Piece auch Anime schon? Ja. One Piece schaue ich gerade. Du Flamingo gegen Ruffy. One Piece, Naruto, Fairy Tail, One Punch Man. Jetzt zurzeit sogar noch Digimon ist ja rausgekommen, yeah. Dragon Ball Z, ja. Dragon Ball Super. Die neuen Dragon Ball Z. Also schau schon echt wieder. Neu ist immer scheiße. Neu ist immer besser. Lieblingscharakter von Yu-Gi-Oh! Wenn jetzt Libby da wäre, natürlich Seto Kaiba, Alter. Bei mir, keine Ahnung. Keine Ahnung, Alexis, Obelis Blue. Die geile Sau, die war echt geil, Mann. Die war echt geil, ja, keine Ahnung. Joey oder so, der ist schon echt lustig. Ganz ehrlich, Jade, weil er immer so viel Freude hat am Spiel. Elemental Hero. Spielt ihr Videospiele? Yes. Ja. League of Legends. PS4, alles, Wii U. Xenoblade. Und Monster Hunter. Oh mein Gott, Monster Hunter, zu krass. Hoffentlich kommt der Vierer jetzt raus, so auf das Ding. Macht ihr Sport? Das Bad ist schon alles, oder? Okay, weiter. Dual Network oder Yu-Gi-Oh! Pro? Und warum? Ich mag eigentlich beides. Yu-Gi-Oh! Pro halt einfach, um dann die ganzen Ketten und so zu checken und auch Effekte, Mechanik lernen, ja. Um zu testen auch gegen das eher Real Life, sag ich jetzt mal, und bei Death Pro. Auf jeden Fall. Wird halt alles gezeigt. Wieso nicht beides? Ich mag beides. Wieso nicht beides? Ja. Wieso soll man sich einschränken? Ja, ich finde beides gut.
Ich spiele Dolin Network. Da sind die krassen Gegner. Ja. So, jetzt kommt kein Respekt auf Deathbro, oder? Ja, das wird nicht respektiert. Wir haben mal Platz 15 oder so, aber jeder sagt Scheiß drauf. Das sind nur Randoms. Deswegen bin ich auf DN wieder. Ja, da war ich aber auch jetzt. Simon Otterburg fragt, Blackwing out oder noch spielbar? Also wir haben hier einen Spezialisten für Blackwing und er hat es echt krass unter Kontrolle. Also ich finde Blackwing hat es immer noch drauf. Ja. Mit Instant, mit Instant Fusion und so hat auch, kann auch OTK raushauen. Also was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe. Das Deck hat Potenzial, aber natürlich schwierig. Es ist spielbar. Schicksalsheldendeck mit Ziel auf Plasma noch gut oder gut im Roach? Nein, leider nicht. Nein. Julian Mauchle, wie findet ihr die neuen Pendelmagier und denkt ihr es mit Meta? Ja, es ist Meta. Es ist Meta und wie gesagt, Pendel. Zu krass. Also von uns spielt jetzt keiner hier Pendel. Ja. Ist voll abgefuckt. Ich mag es nicht. Obwohl wir eigentlich das spielen können, aber irgendwie keine Lust. So, nächste Frage. Luca Markanovic. Was zeigt er? TBT, was macht John beruflich? Ich arbeite in H&M als Führungskraft. Ansonsten. Früher war er Pornostar. John Banks. Ich habe meine eigenen Videos gedreht. Ja. Ansonsten die schneiden wir. Ohne ihn läuft nichts bei H&M. Läuft echt nichts. Habe ich erfahren. Aha, danke, Hong, Alter. Meister und fragt, was haltet ihr von neuem Monarchen-Support? Wird es eurer Meinung nach Tier 1 und habt ihr es vor zu spielen? Also ich habe es nicht vorzuspielen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, aber ob es mithalten kann, haben wir es nicht mit beschäftigt. Dazu kann ich nicht viel sagen eigentlich. Also was Tier 1 weiß ich jetzt nicht genau, ob es Tier 1 wird, aber man muss halt schauen, wie es ist. Ja, es kommt noch ein Video auf jeden Fall. Wir haben gerade zu viel um die Ohren. Dazu kommt auf jeden Fall ein Video. Ken fragt, was war von jedem von euch die erste Karte, die ihr gezogen habt und lange in einem Deck gespielt habt? Boah. Also das erste, was ich gekauft habe, war einfach dieses Yu-Gi-Oh! Starter von Yugi mit schwarzem Magier und den habe ich echt lange gespielt. Ich glaube damals, wo ich angefangen habe, war Cyber Dragon mit Zabok. Da habe ich 3 Cyber Dragons mir geholt und die habe ich dann, die waren super rare Englisch, die waren richtig geil und die habe ich dann immer gespielt eigentlich damals. Bei mir war es diese, also ich habe kein Deck geholt früher. Ich habe einfach eine Karte geschenkt gekriegt, das war dieser Gaia mit 2-3 Angriffen und 7 Sternen. Jawohl. Zorniger Ritter oder so. Nächste Frage, Juno Gazai fragt, zockt ihr manchmal ab? Nein. Was also machen wir? Abzocken. Da muss ich jetzt leider lügen. Nein, ich zocke nie ab. Ich zocke nicht ab. Ich trade nicht, man. Nur online. Okay. Nächste Fragen von The Legend of Yugi. Wie seid ihr zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Durch die Serie. Ja. Ich auch durch die Serie im Grunde. Hab dann erfahren, dass es auch ein Kartenspiel dafür gibt. Hab's dann gefunden und dann seitdem bin ich dabei und es macht echt Spaß. Wie findet ihr Mermel? Also mit Prince kannst du auf jeden Fall mithalten. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Deck, wird auch wahrscheinlich mithalten können. Prince schon erlaubt? Nee, kommt noch. Wird Mermel wieder gut werden mit Bosch? Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was arbeitet ihr? Hatten wir schon. Ja. Mach weiter. Wie viel Geld gibt ihr für Yu-Gi-Oh! Aus? Viel zu viel. Zu viel, leider. Ich zurzeit gar nicht, Leute. Der Bullot. Wir nennen ihn den Bullot. Der Bullot. Wenn ihr nichts ausgeben könnt, nennt es einfach den Bullot. Was findet ihr gut an Yu-Gi-Oh! Das Spiel an sich, dass man mit Freunden abhängen kann, Gaudi. Bisschen Zeit vertreiben. Ja. Es ist halt nicht immer Elektronik. Arbeiten. Es ist mal so, im echten Leben, man ist sich gegenüber, man redet. Eins gegen eins. Man macht Fehler in real life halt. Man sieht die Leiden des Gegners live. Was findet ihr schlecht? Die Kartenpreise. Ja, das ist echt hochgeschossen jetzt mittlerweile wieder. Manche Preise sind echt überteuert. Ja. So kann nicht jeder das Deck auspacken, was er will. Ja, aber. Wenn die Karten billiger, könnte jeder so krasse Decks auspacken. Das wäre viel spannender. Ja. Glaubt ihr, dass Yu-Gi-Oh! Auch in Zukunft noch bestehen wird in circa 5 bis 10 Jahren? Ja, 5, wahrscheinlich noch 10, glaube ich nicht mehr. 5, ja, bis zu 5 Jahren mit Sicherheit. Wieso, was soll dann sein in 10 Jahren? Nix mehr. Da geht die Welt unter, oder? Kein Stoff mehr, zu viel. Da spielen wir alle Wrestling. Nee. Die lassen sich was einfallen, wenn es untergeht. Wie seid ihr auf den Teamnamen gekommen? Steckt eine Geschichte dahinter? Ja, eigentlich schon. Also Teamname ist von Hongs Channel, YouTube-Channel eigentlich, und dann haben wir eigentlich gesagt, wir übernehmen den, oder? Und nennen uns dann auch so. Ja? Also eigentlich alles unserem Manager zu verdanken, schon seit Jahren dabei. Reland Musa, was war das allererste Deck, das ihr gespielt habt? PS, John, geiler Bart, oh mein Gott. Der ist echt krass, Jungs. Ja, das erste Deck, was ich gespielt habe, war ja damals, wie ich gesagt habe, mit Cyber Dragon und Zabok. Danke dir.
und da war noch Sangan erlaubt, ganz am Anfang, das war schon ja. Das was ich gespielt habe, war einfach der Starter der Yugi. Bei mir war es ein Mix aus Yugi und Kaio. Was ist das nervigste Deck für den Gegner, fragt Jan Niklas Lübers. Für den Gegner? Teller. Also für uns meint er, oder? Ja. Spiritual Beast. Teller. Also Teller für den Gegner, ja. Tachyon, ihr macht Interviews zu anderen YouTubern, könnt ihr auch mal schauen. Das ist keine Frage, mach heute. Ja, ich muss ja vorlesen. Fatih Akbulut. Welche sind eure Lieblingskarten? Ihr dürft nur eine Karte nehmen. Baboon. Deneb. Bubbleman. Elemental Hero. Spielst du selbst auch Yugi? Wenn ja, welche Sätze hat deine Kameramann gerichtet? Schaut bei den alten Videos, einfach die alten Videos anschauen und beantwortet sich diese Frage. CyberDark17 fragt, wie denkt ihr über Satella und wenn es gut ist, krieg ich schon Satella Deck. Ja, ich schau mal, dass ich jetzt im nächsten mit Bosch jetzt eine neue Liste mache, ein neues Deckprofile dann und dann schauen wir mal, ob es noch läuft. Aber ich denke schon, ist ein gutes Deck auf jeden Fall. Mit Antikarten im Main. Dann ist es gut. Ich habe schon echt ein paar geile Deckideen, die werde ich dann umsetzen. Der möchte hier auch noch ein Ding nennen. Wie alt seid ihr? Ich bin 35, also fragt nur noch Gazai. Ich bin 35. Ich bin 24. Ich bin 25. Genau, 24. Okay, der User fragt auch, was hat ihr für unser Teller-Link-Format? Ja, hatten wir schon. Heinz Günther fragt, was sind eure absoluten Hasskarten, Hasstecks, wo ihr einfach keinen Bock mehr habt zu spielen, wenn ihr sowas ins Gesicht bekommt? Haben wir ja auch schon beantwortet. Böllinger Biss. Ja. Warum heißt es Team Bubble Tea? Fragt Colts die Yu-Gi-Oh! Haben wir auch schon gefragt. Elvis Marunika fragt also jetzt fanorientiert, was sind eure Lieblingsdecks zu spielen aller Zeiten? Welches Deck habt ihr die längste Zeit gezockt? Ja. Wind up! Burning Abyss. Teller. Ich habe Gladi 2 Jahre gezockt und nochmal Hero 2 Jahre. Ja, das waren glaube ich jetzt alle Fragen. Alles klar. Vielen Dank für eure Fragen. Danke wir hoffen natürlich auch auf mehr Fragen. Wie gesagt, ihr könnt alles fragen. Diesmal auch vielleicht an Bargeschwäche. Ja, und, oder an den Rest der Leute. Ja. Genau. Auf die, wenn ihr was fragen wollt. Genau. Falls ihr Trainingstipps wollt, geht das auch noch klar. Mach ich gerne für euch. Ja klar, wir haben ja gesagt, nicht alles. Nur Yugi bezogen. Falls ihr auch Styling-Tipps ja, Mann. Vielen Dank. Na, falls ihr Kochtipps braucht, ja. Ich bin einer der besten in München. Saftige ja. Steaks. Ja. Ich bin einer der besten Verkäufer. Und vielen Dank. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht so.